Wendler und seine Verlobte Laura sind seit dieser Woche endlich frei für die Hochzeit. Wollte Wendler Ex Claudia die etwa verhindern? Sie hat mir gesagt, dass sie sich nicht scheiden lassen möchte von Micha. Und das hat sie mir dann dreimal zu Gesicht gesagt. Ich lasse mich nicht scheiden, ich lasse mich nicht scheiden, ich lasse mich nicht scheiden. Doch nicht nur auf dem Papier ist nun die Trennung durch. Auch aus dem gemeinsamen Haus in Florida muss Claudia Norberg dieses Wochenende raus. Wir hoffen also nicht, das Haus leer oder abgebrannt vorzufinden, wenn wir wiederkommen. Heute landen die beiden wieder in den USA und Claudia meldet sich bei uns aus ihrem neuen Haus. Natürlich hat sie auch etwas zu den Vorwürfen zu sagen. Kurzer Rückblick für alle, die noch nicht so tief in dieser Soap stecken. Schlagerstar Michael Wendler und seine Claudia sind seit fast 30 Jahren ein Paar, 10 davon verheiratet. Bis er sie vergangenes Jahr quasi lückenlos durch die 18-jährige Schülerin Laura ersetzt. Einblicke in ihr Leben gibt es in der exklusiven TV-Now-Doku. In der Trennungsphase lebt das neue Paar mit der Ex und der gemeinsamen Tochter teilweise sogar unter einem Dach im Haus in Cape Coral. Unschön. Der daraus resultierende Kleinkrieg soll jetzt ein Ende nehmen mit der lang erwarteten Scheidung des Ex-Paares. Die ist endlich besiegelt. Das erzählt uns der 47-Jährige am Freitag, kurz vorm Rückflug in die USA, Backstage bei Let's Dance in Köln. Die Richterin Adams hat die Scheidungsdokumente endlich abgestempelt, ist alles jetzt unterschrieben und wir sind damit getrennt und geschieden. Und wir beide, wir haben uns auch riesig gefreut und auch ein bisschen gefeiert. Und damit ist der Weg für die geplante Hochzeit im Sommer frei. Ziemlich krass, was sie uns dann im Interview erzählen. Wollte Claudia diese gemeinsame Zukunft aus Frust etwa sabotieren? Aber es war schon wirklich sehr schwer für Laura, weil meine Ex hat sich ja dann entschlossen, nachdem sie Laura kennengelernt hat, dass sie sich nicht mehr scheiden lassen möchte. Sie hat mir, um uns im Wege zu stehen. Sie hat mir gesagt, dass sie sich nicht scheiden lassen möchte von Micha. Und das hat sie mir dann dreimal zu Gesicht gesagt. Ich lasse mich nicht scheiden, ich lasse mich nicht scheiden, ich lasse mich nicht scheiden. Und als neue Freundin hast du natürlich dann, stehst du da und denkst du so, was geht ab? Ne? Wobei wir nochmal festhalten müssen, sie hat ja die Scheidung eingereicht. Wollen wir heute natürlich wissen, was Claudia dazu sagt. Sie schreibt uns aus dem knapp 8000 Kilometer entfernten Cape Coral. Ich möchte hiermit klarstellen, dass ich die Scheidung eingereicht habe. Ich hätte zu jedem Zeitpunkt die Scheidung zurückziehen können. Die Scheidung wollte ich aber zu keinem Zeitpunkt zurückziehen. Hat sie am Ende ja auch nicht. Und deshalb muss sie jetzt auch aus Michaels Haus raus. Seit Laura bei Let's Dance in Köln war, also gut 3 Monate lang, durfte sie noch bleiben. So kam es auch zu keinem unangenehmen Aufeinandertreffen. Am Tag des Showfinales ist ihre Zeit abgelaufen. Michael und Laura können zeitgleich in Köln nur hoffen, dass sie sich auch an alle Abmachungen hält. Sie hatte eben, wie gesagt, nur Wohnrecht bis zum Auszugstermin. Der ist, wie gesagt, heute. Und ihre persönlichen Dinge kann sie mitnehmen. Alles andere sollte sie möglichst da lassen. Und wir hoffen also nicht, das Haus leer oder abgebrannt vorzufinden, wenn wir wiederkommen. Alles sei vertraglich geregelt. Laut Michael dürfte sich Claudia jetzt nicht mal beschweren. Sie bekommt eben ihre Abfindung. Wenn sie klug ist, braucht sie bis zum Rest ihres Lebens nicht mehr arbeiten. Das stimmt. Ja, stimmt das wirklich? Klingt ziemlich großzügig. Aber beide Parteien haben doch aktuell noch Probleme mit dem Finanzamt. Claudia denkt deswegen... Michael scheint vergessen zu haben, dass ich ein Insolvenzverfahren zu bewältigen habe. Ich wäre Michael sehr dankbar, wenn er alle meine Schulden in Millionenhöhe bezahlen würde, die während unserer Ehe entstanden sind. Michael übernimmt weder komplett noch anteilig die Zahlungen bezüglich meiner Insolvenz, die ich nicht allein zu verantworten habe. Genau deshalb ist jetzt Mutter Waltraud Eigentümerin ihrer neuen Bleibe. Ja, Claudia ist am Freitag tatsächlich ohne Murren aus dem Wendlerhaus ausgezogen. Fürs neue Heim in der Nachbarschaft zahlt die 49-Jährige ihrer Mutter also monatlich Miete, denn die musste für den Kauf ein teures Darlehen aufnehmen. Hier exklusive erste Fotos von innen. Nett für eine Person, aber weder riesig noch luxuriös, wer jetzt das Gegenteil dachte. Am wichtigsten war ihr die Nähe zur Tochter Adeline. Die 18-Jährige bleibt bei ihrem Vater nur ein paar Straßen weiter. Er und seine Laura können es offensichtlich kaum erwarten, ihr neues Leben ohne Ex zu beginnen. Man muss ja auch abschließen können und damit alle Parteien in eine neue Zukunft starten können, sowohl sie als auch wir. Und ich glaube, mit dem Entschluss können jetzt alle
einfach neu starten und neue Kraft schöpfen oder die Zukunft blicken und nicht immer an dem Alten festhalten, was mal war. Und das ist, da macht man sich, glaube ich, nur fertig mit. Ja. Man muss nach vorne blicken und das können wir jetzt. Und das ist schön. Und wir freuen uns darüber auch. Auf jeden Fall. Das ist richtig schön jetzt, das Gefühl, so frei zu sein. Und heiraten. Wir könnten heute heiraten. Ja. Wollen wir heute heiraten? Nicht in Deutschland. Bald ist es ja soweit. Vor 24 Stunden steigen die beiden erstmal in den Flieger. Sie dürfen wohl trotz Corona in die USA einreisen, weil er eine Green Card hat und sie seine Verlobte ist. Und Claudia? Die kann mit dem Auszug jetzt auch endlich abschließen, sodass am Ende irgendwie alle Gewinner in diesem Kleinkrieg sind.